Borussia Dortmund hat zumindest vorläufig die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga wieder übernommen. Die Elf von Trainer Lucien Favre setzte sich im Samstagabendspiel des 26. Spieltages dank des Tores von Kapitän Marco Reus, 90.2, bei Hertha BSC mit 3:2, 1:2 durch und schraubte ihr Punktekonto auf 60 Zähler. Bayern kann Sonntag bei einem Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 18:00 Uhr die Spitze aber wieder zurückerobern. Thomas Delaney, 14. und Dan Axel Sagadou, 47. trafen außerdem für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre. Salomon Kalou war für Hertha, 4., 35. erfolgreich. In der 85. Minute hatte Herthas Jordan Toronereia die gelbe-rote Karte gesehen, Vedat Ibišević, 90.5 sah nach einer Tätlichkeit die rote Karte, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, auch nach den Gegentoren haben wir uns geschüttelt, sagte Hertha-Coach Baldadei bei Sky, für uns hätte es einen Elfmeter geben müssen, das war nicht in Ordnung, die Dortmunder schraubten ihr Punktekonto auf 60 Zähler. Rekordmeister Bayern München lauert mit 57 Punkten und könnte am Sonntag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 18 Uhr mit einem Sieg die Führung wieder übernehmen. Hertha BSC erwischt Start nach Maß gegen den BVB vor 74.667 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion musste der BVB kurzfristig auf Paco Alcácer, Zerrung und Mario Götze, Rippenbruch, verzichten. Doch noch ehe das Dortmunder Spiel so richtig ins Rollen kam, hieß es schon 0:1. Ein Weitschuss von Herthas Eigengewächs Maxi Mittelstädt setzte kurz vor Roman Wirki auf der BVB-Keeper-Werte zur Mitte ab, dort staubte Kalou zum 1:0, 4. ab. Unter den Augen von Bundestrainer Jogi Löw und seinen Vorgängern Jürgen Klinsmann und Berti Vogts fanden die Gäste nur allmählich ins Spiel. Ein Distanzschuss von Jakob Brun Larsen, 13., war ein erstes Lebenszeichen in der Offensive. Kurz danach half dann das Glück. Thomas Delaney setzte an der Mittellinie zum Sprint an und zog am Strafraum aus Verlegenheit ab. Der Ball hätte das Tor verfehlt, doch Herthas Abwehrchef Karim Rekik fälschte zum 1:1, 14. ab. Die Partie blieb offen und unterhaltsam, doch auch Hertha benötigte zum erfolgreichen Abschluss Glück. Nach einem Schuss von Spielmacher Andrei Duda bekam Julian Weigl den Ball vor die hochgezogenen Arme, Schiedsrichter Tobias Welz entschied sofort auf Strafstoß. Kalou bewies erneut seine Abgeklärtheit, 35. Jadon Sancho deutete kurz vor der Halbzeit gleich mit zwei Dribblings seine Klasse an, war im Abschluss aber zu unpräzise. Zur zweiten Halbzeit schalteten die Dortmunder sofort einen Gang höher und hatten Erfolg. Nach einer Ecke wuchtete Dan Axel Sagadou, 47. den Ball per Kopf zum 2:2 ins Tor. Kurz darauf hätte Sancho nach Vorarbeit von Reus auf 3:2 erhöhen müssen. Hertha versteckte sich nicht und hielt dagegen. Marco Grujic setzte den Ball in der 56. Minute an den rechten Pfosten. Kurz darauf stieß Abdou Diallo Duda im Strafraum um, doch der Elfmeterpfiff blieb dieses Mal aus.